Hallo, ich wollte mich einmal bei euch bedanken für die ganzen lieben Geburtstagskommentare, Nachrichten, Ständchen, Bilder, alles, was wir bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Wir hatten heute einen sehr schönen Geburtstag mit Julius. Also Julius hatte einen sehr schönen Geburtstag und wir durften mitfeiern. Ja, das bin glücklich. Ich bin so glücklich, weil heute die ganze Zeit seine Augen so gestrahlt haben und ich glaube, wir hätten den Tag nicht schöner machen können für ihn. Und er hat dann ganz oft gesagt, dass er sehr happy und sehr glücklich ist. Ja, dann bin ich auch sehr happy und sehr glücklich. Und heute geht jetzt das erste Mal eine Schnuller ins Bett. Denn die Schnullerfee war heute auch da. Hat die Schnullis mitgenommen. Und jetzt hat ein cooles Geschenk dafür bekommen. Ja, wir dachten uns, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, einen Schnuller loszuwerden. Mal schauen. Sebastian bringt ihn jetzt ins Bett. Mal gucken, ob die erste Nacht ohne Schnulli funktioniert. Ich berichte euch, wenn ihr möchtet. Heute zeige ich euch, wie ich meinen absoluten Lieblingsgeburtstagskuchen gebacken habe. Dabei handelt es sich um einen Fanta-Blechkuchen. Der lässt sich super schnell machen. Ihr müsst dafür nicht super gut backen können. Ihr braucht keine Special-Backutensilien. Drei Eis. Julius verkauft Mami jetzt Eis mit seiner neuen kleinen Eisdiele, die du zum Geburtstag bekommen, ne? Wie teuer ist ein Eis? Ei. 3 Euro. Ist ganz schön teuer, ne? Und was kriegt Mami jetzt für ein Eis? Zitrone. Ein Zitroneneis. Brrr, sauer. Was kriegt Mami noch eins? Was ist das für ein Eis? Apfel. Oh, das ist lecker. Das mag Mami. Was kriegt Mami jetzt noch für ein Eis? Mami noch Schokoeis probieren. Was ist das für ein Eis? Das ist Schoko, ne? Lecker. Oh, Julius, was kriegt Mami jetzt wieder? Was ist das für ein Eis? Was ist das für ein Eis? Soll Mami probieren? Oder möchtest du probieren? Sauer!